Jo, zum 1x9. Wie das funktioniert, guckt auch hier nochmal auf die Links. Da habe ich das angefügt, das Video wartet hier, wie man überhaupt mit solchen Videos übt, dass man auch das geteilt durch üben kann, dass man auch Quadratzahlen üben kann und alles solche Sachen. Gut, fangen wir an mit dem Training. Ich stelle hier die 9 ein und wir üben im 9er 1x1. Achtung, es geht los. 5x9 ist 45. 8x9 ist 72. 8x9 ist 72. 10x9 ist 90. 2x9 ist 18. 5x9 ist 45. 0x9 ist 0. 1x9 ist 9. 6x9 ist 54. 7x9 ist 63. 4x9 ist 36. 10x9 ist 90. 0 mal 9 ist 0. 10 mal 9 ist 90. 5 mal 9 ist 45. 6 mal 9 ist 54. 5 mal 9 ist 45. 6 mal 9 ist 54. 4 mal 9 ist 36. 7 mal 9 ist 63. 6 mal 9 ist 54. 2 mal 9 ist 18. 4 mal 9 ist 36. 9 mal 9 ist 81. 9 mal 9 ist 81. 1 mal 9 ist 9. 5 mal 9 ist 45. 6 mal 9 ist 54. 5 mal 9 ist 45. 7 mal 9 ist 63. 5 mal 9 ist 45. 2 mal 9 ist 18. 3 mal 9 ist 27. 5 mal 9 ist 45. 8 mal 9 ist 72. 3 mal 9 ist 27. 7 mal 9 ist 63. 9 mal 9 ist 81. 9 mal 9 ist 81. 8 mal 9 ist 72. 2 mal 9 ist 18. 9 mal 9 ist 81. 10 mal 9 ist 90. 6 mal 9 ist 54. 0 mal 9 ist 0. 7 mal 9 ist 63. 1 mal 9 ist 9. 2 mal 9 ist 18. 7 mal 9 ist 63. 6 mal 9 ist 54. 9 mal 9 ist 81. 3 mal 9 ist 27. 6 mal 9 ist 54. 7 mal 9 ist 63. Gut, lassen wir es bis dahin. Ich muss auch mal Luft holen. Das zur 1x1-Reihe. Das können wir dann noch total durchmischt machen, also total wechselhaft, mache ich auch noch. Es wird alles noch ergänzt. Es kommen noch geteilt durch Aufgaben, Quadratzahlen, Wurzeln und so weiter. Es kommt alles noch dazu. Wir ergänzen das noch. Und ich wünsche euch viel Freude, wenn ihr es dann drauf habt. Ihr habt es leichter in Mathe. Das ist wie eine Sprache. Man muss die Vokabeln kennen. Und die Vokabeln in Mathe sind nun mal das 1x1. Ich wünsche euch was Schönes. Macht's gut. Tschüss.